einen wunderschönen guten Abend hier auf Rhein-Main-TV für eine weitere Newcomer-TV-Folge. Und wir gehen zurück in das Jahr 2017, das heißt in das letzte Jahr, wo wir eine ganz tolle, fantastische Band, ein Trio aus Frankfurt aufgezeichnet haben, nämlich Firstborn Unicorn.
Das geht ab, Leute. Seid ihr gut drauf? Macht so eine Art Groove Rock und bezieht euch da auf Bands wie Led Zeppelin, Jimi Hendrix Experience, Red Hot Chili Peppers, die ich sehr liebe. Wie entstehen für euch die Songs? Also sind es Kompositionen? Entstehen sie aus einem Jam? Oder habt ihr Ghostwriter, von denen keiner wissen darf, deren Songs ihr spielt? Wie ist das, Alu? Wir haben Ghostwriter. Ja, nee, wir haben schon, also ist unterschiedlich. Manchmal kommt einer mit einer Idee an, wir jammen einfach auf diese Idee herum und ja, dann schauen wir einfach mal, was sich da so ergibt. Wichtig ist Szene für euch, also weil ich weiß ja aus vielen Gesprächen, die wir auch im Radio mit Musiker und Musikerinnen aus der Region führen, dass es fantastisch, also wahnsinnig schwierig ist für Bands oder für Musiker und Musikerinnen überhaupt Gigs zu finden, irgendwie ja an Auftritte zu kommen, und deswegen gibt es sozusagen Netzwerke, und ich wähne euch ja auch so ein bisschen in so einem Netzwerk. Welche Bands sind da drin, oder liege ich komplett falsch und ihr seid wie ein einsamer Silver Surfer im Universum des Rock'n'Rolls? Nein, also wir sind auf jeden Fall vernetzt. Wir sind ja, wie Erik schon gesagt hat, ziemlich frisch unterwegs, und wir haben im Laufe der Zeit immer mehr Freunde gefunden, immer mehr Bands, bei denen wir gemerkt haben, es funktioniert, es harmoniert. Wir haben unsere EP-Release, haben wir zum Beispiel mit Frau Ruth gehabt, klasse Band aus dem Raum Frankfurt auch, und dem haben wir noch gespielt. Quantum Veritatis, Are We Used To It, Who's Mary, alles Leute und Bands, die wir schätzen und also auf einer guten, freundlichen Basis kennenlernen durften und auch gerne nochmal mit denen spielen. So, also das ist wie sagt man das auch schön, ein guter Sänger, eine gute Sängerin sind 50% einer Band. Und was ist eine Band, wenn 50% fehlen? Ja, ist es dann der Gitarrist? In diesem Fall tatsächlich richtig geraten. Der Gitarrist ist eine Ausnahmeerscheinung meiner Meinung nach, der wirklich fantastische
orgiastische Experimente, sage ich jetzt mal, mit seinem Gerät, mit seinem sechsseitigen Gerät dort vollzieht. Ich war gespannt, ihn kennenzulernen. Er ist noch sehr jung. Die Band war natürlich ein bisschen nervös, wobei sie das natürlich hinter ihrer aerodynamischen Männlichkeit versteckt hat, ganz klar. Aber wir haben ihr Konzert aufgezeichnet und wir haben ein Gespräch mit den Jungs geführt. Deswegen jetzt hier für euch viel Spaß mit Lucid White. Keyboard in einer Stoner Rock Band ist ja auch nicht selbstverständlich, Samba. Wie bist du zu den Jungs gestoßen? Also, ja, ich weiß nicht, Keyboard, es ist ein Wurlitzer und ja, nee, also ich kenne auch die Jungs schon sehr lange und ich habe mit Max und Jakob in unserer alten Band Basement Cake sehr lange gespielt. Also die Band gibt es schon seit 10 Jahren oder gab es und es ist tatsächlich so passiert, dass nach dem Projekt Basement Cake habe ich erstmal mein Solo-Projekt gemacht, also June's OD, und dann war ich mal bei der Probe von Lucid Void dabei und das alte Wurlitzer von Jakobs Vater, das stand da so rum und dann haben wir das halt mal ausprobiert und es klang ganz cool und haben dann damit weitergemacht.
ihr eine Ausbildung? Also seid ihr sozusagen Musikstudenten? Seid ihr an irgendeiner Musikhochschule? Nein. Also ich kann ja mal kurz erklären, was wir so beruflich machen. Jakob macht eine Ausbildung gerade und wir anderen drei studieren, alle in Darmstadt. Aber also bis auf Musikunterricht so in der Kindheit hatten wir jetzt keine größere Ausbildung. Aber haben halt immer sehr viel Musik gemacht. Eigentlich seit fast 10 Jahren bin ich fast jedes Wochenende bei ihm in Ommersbach im Proberaum. Und auch mit Bela. Bela ist in unserer Heimatstadt Alzenau mein fast Nachbar gewesen und wir haben uns auch oft getroffen zum Jam. Thank you.
für mich ist es so, ich höre diese Live-Aufnahmen und da ist eine Wahnsinns-Spielfreude, die aus euch spricht. Das heißt, sowas ganz unabgeturntes. Und ich kenne ja sehr viele Bands, also wir mit Virusmusikradio oder auch hier Newcomer TV haben mit vielen Bands zu tun, die vom Business total genervt sind und das hört man manchmal auch in ihrer Musik. Und bei euch ist so viel Euphorie und deswegen, und ihr macht aber eine ganz komplizierte, also nicht, weil sie wirklich kompliziert ist, sondern weil sie ohne Gesang ist, Instrumentalmusik. Das heißt, die Leute haben nicht irgendwie, wow, geiler Liebestext, wow, der Sänger sieht süß aus. Also die haben solche Sachen nicht, sondern die müssen sich wirklich eurer Musik hingeben. Und da interessieren mich eure Erfahrungen. Also, weil ihr habt ja schon einige Gigs gemacht. Also wie das ist, ist das cool, ist es einfach? Seid ihr selber überrascht, dass es so einfach ist? Einfach, dass es das Leuten gefällt? Ja, dass ihr die Leute überhaupt kriegt mit eurer Musik. Ob es einfach ist, weiß ich nicht. Also ich denke einfach, wir haben einfach Spaß zusammen in der Gruppe so Musik zu machen. Und ja, ich bin auch immer jedes Mal überrascht, wo halt dann irgendwie Leute dann auf einen zukommen und sagen, wie es ihnen gefallen hat, wie sehr das sie berührt hat oder so. Also teilweise haben auch Leute dann so wirklich gesagt, dass sie so, dass es wirklich was mit ihnen gemacht hat, so die Musik. Und das ist natürlich sehr, ja, es bedeutet einem dann auch schon viel, wenn die Leute das einem so offen sagen. Und ja, aber eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich nur, weil wir halt zusammen gerne Musik machen. Und das ist auch schon, also wir kennen uns auch schon länger außerhalb der Band schon. Und dann ist natürlich noch, das ist gewissermaßen schon natürlich so. Ja, also ich hoffe, es hat euch genauso bewegt wie mich. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich, weil die HiFi-Profis, ja, also die habe ich, mit denen habe ich es in letzter Zeit, weil die sich öfters melden, ja, bla 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 bla. Wir sind Underground und wir zeichnen auf und machen das Ganze auf einem Low-File-Level, ja, also das heißt, bei uns ist nicht, wir sind nicht der Hessische Rundfunk oder der WDR mit Rockpalast und was weiß ich, da steckt viel Geld da drin, bei uns das Herzblut, ja, und deswegen klingt es oft Low-Fi, aber darum geht's ja, wir wollen euch nicht, wir wollen nicht, dass ihr das Ganze konsumiert und dann irgendwie rülpsend ins Bett geht nach der Sendung, sondern wir wollen, dass ihr euch anstrengt und in der Regel wissen wir können uns auf unser Newcomer-TV-Publikum verlassen, es sind alles interessierte Menschen, interessiert an Nachwuchs, interessiert an neuen Impulsen und an interessanten Musiker und Musikerinnen aus der Szene und die präsentieren wir euch und ich hoffe, das hat euch auch dieses Mal gefallen. Schickt uns eure E-Mail an info@newcomertv.com bzw. radio@virusmusik.de. Danke fürs Zuschauen. Ciao, das war euer Seppel für Virusmusikradio und Newcomer TV. Schönen guten Abend.